weißt du was? Kein Bock mehr. Bitte, Lorraine, ich... Was ist mit der Hypothek fürs Haus? Hast du die bezahlt? Nein. Ja, ist schön. Ist sogar mein Lieblingslied. Was ist dein Trick? Was meinst du damit? Na, was ist dein großer Trick? Ich verrate doch nicht meinen großen Trick. Doch, verrate mir. Nein, du bist noch nicht so weit. Doch, ich bin's. Sag mir deinen großen Trick. Ich lass Dirty Dancing ins Gespräch einfließen. Dirty Dancing? Hm? Kennst du die Szene mit der Hebefigur? Ja. Die kann ich auch. Okay. Also, ich mach das Lied an, mach die Hebefigur mit den Ladies und wollen die mit mir schlafen? Ich kann einfach nicht mehr und ich hab keinen Bock mehr für dich, die Scheiße auszutragen und die ganze Zeit die Scheiße mit anzusehen. Weißt du, Ich hab das noch nie gemacht, dass ich nach der Arbeit einfach nach Hause renne, um, naja, du weißt ja, was passiert ist. Das geht mir genauso. Okay. Ehrlich? Die auch? Ja. Echt? Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Ich dachte, du hast das schon öfter gemacht. Was? Also, du hättest das schon öfter gemacht, dass du nach der Arbeit vielleicht einfach, naja, dass du es schon öfter gemacht hast. Also, wenn du das so sagst, da komme ich mir schon so ein bisschen, also da fühle ich mich gleich so ein bisschen wie ein Sexobjekt. Ja? Sexobjekt? Ja. Ich glaube, vielleicht wollte ich deshalb nochmal mit dir schlafen. Um mir genau das zu beweisen, dass das eben nicht nur ein One-Night-Stand war, sondern... Ja. Deshalb. Also, du wolltest mit mir schlafen, um dir zu beweisen, dass es nicht ein One-Night-Stand war. Und es war auch kein One-Night-Stand, oder? Es war nicht nur ein One-Night-Stand. Ich weiß nicht. Also, quasi du und ich. Ja. Ja, du und ich. Es ist eigentlich auch egal, mit wem du darüber redest. Die können so intelligent sein, wie sie wollen. Meinetwegen IQ 130. Pff. Alle fallen drauf rein. Alle. Man muss nur genau hinschauen. Das ist ganz einfach. Das ist ein verdammter Albtraum. Was sollen wir denn jetzt machen? Ich meine, aufs Haus können wir nichts aufnehmen und wir können auch nichts verkaufen. Ich hab's für uns getan. Du hast es für uns getan? Du hast es für uns getan. Du hast gar nichts für uns getan, Tommy. Du hast dein ganzes Leben noch nichts für uns getan. Du denkst immer nur an dich. Weißt du was? Nicht für mich. Ich will alles oder ich will nichts. Echt mal, das könnt ihr nicht machen. Der arme Sam war schon ganz nervös, oder?